So, herzlich willkommen zu meinem nächsten Part von Let's Play Skyrim. Letztes Mal haben wir da den Drachen getötet, sind zum Jarl von Weißlauf gegangen und der hat uns dann gesagt, wir sollen zu diesen, wie nannte er sie doch gleich? Moment, ich muss kurz gucken, den Graubärten, genau. Jetzt kehre ich kurz zu Farkas zurück, da ich diesen einen da geschlagen habe. Jetzt wo auch immer der sich jetzt aufhalten wird, der Farkas, ich glaube in der Halle der Gefährten, weiß ich nicht mehr so genau, ist schon länger her, dass ich gezockt habe. Und jetzt wollen wir auch einfach mal schauen, was hier so läuft. Ich sehe hier schon, dass wir dahin müssen. Was jetzt so klug war, weiß ich nicht. Wir werden es rausfinden. Ach, das war's. Wohl er doch, ja, doch, ging gut. Jetzt nur kurz gucken. Genauso müsste das Mikrofon eigentlich gut ausgerichtet sein. Und jetzt werden wir das nach Jorvaskr gehen. Und da rein oder da raus, wie auch immer. Nein, Moment. Ah, okay. Was machen wir hier eigentlich? Skjor sagt, ich hätte Isgramors Kraft und mein Bruder seine Intelligenz. Ich habe mich um das Problem in Weißlauf gekümmert. Ich wusste, dass ihr es könnt. Gut gemacht. Ich habe jetzt 100 Gold gekriegt. Naja, egal. Ich suche nach Arbeit. Skjor hat vorhin nach euch gesucht. Was will er? Keine Ahnung. Er will nur mit euch reden, bevor ihr etwas anderes macht. Ich mache ihn nicht gern wütend, aber es gibt Arbeit für euch, wenn ihr wollt. Ja, habe ich doch auch gesagt, dass ich Arbeit will? Mein Gott. So, Skjo, der alte Sack. Wo ist er denn? Ist er da drin? Ach, Dante. Farkas, Brill, Aela, die Jägerin. Ah, da wird da unten sein. Gehen wir mal da rein. Vjorvaskr, Wohnquartiere. Gehen wir mal runter und gucken mal, was der Skjor von uns will. Ich frage mich immer noch, warum Skio euch überhaupt reingelassen hat. Warum der uns überhaupt reingelassen hat, das werde ich dir sagen, weil ich verdammt nochmal gut bin. Und ich alles mit meinem Frostschwert und meinem Schrei vernichten kann. So, ja. Nee, das klauen wir jetzt mal nicht. Stört es? Nein. Natürlich nicht. Sagt Kotlock, die alte Weißmähne. Oh Mann. Wo ist er denn, der blöde Drecksack sagt, da? ich hätte Isgramors Kraft und mein Bruder seine Intelligenz. Oh, geiler Bogen. Aber dennoch traue ich mich nicht, die Vitrine aufzumachen und ihn zu nehmen. Mal gucken wir mal, ob das jetzt. Ja, sprich mit Skjo. Also ich muss so oder so wieder da raus. Okay, mach mal. Ja, wo ist er denn? Ja, da vorne ist er ja. Und doch, ja, er ist alt. Da seid ihr ja. Ihr wolltet mich sehen? In der Tat. Eure Zeit, so scheint es, ist reif. Ach, was meint ihr damit? Letzte Woche besuchte uns ein Gelehrter, der angeblich weiß, wo ein weiteres Wrack. Aber falls er recht hat, verlangt die Ehre der Gefährten, seinen Hinweisen nachzugehen. So, ich bin wieder da. Mein Spiel ist gerade ein bisschen abgeschmiert, weil ich kurz meinen Kopfhörer eingesteckt habe, dass ich das jetzt auch hören kann, wenigstens. Und ja, jetzt geht's einfach so mal weiter. Was hat das mit mir zu tun? Dies ist nur ein einfacher Botengang, aber die Zeit ist gekommen, ihn zu eurer Prüfung zu machen. Schlagt euch ehrbar und ihr werdet ein wahrer Gefährte. Falkas wird euch auf dieser Unternehmung als Schildschwester begleiten, Welpe. Er wird euch alle Fragen beantworten. Enttäuscht uns nicht und passt auf, dass er nicht ums Leben kommt. Hat er gerade Schildschwester gesagt? Obwohl da Schildbruder Ihr müsst stand. euch noch beweisen, Welpe. Alter, hör auf, mich mal Welpe zu nennen, hey. Ich sag's dir. Spinsch doch. Spinsch richtig.
Ah, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt richtig war, hier rauszugehen. Nein, das nämlich nicht. So, der wird uns jetzt begleiten. Das heißt, er wird bei uns sein, wenn es hart auf hart kommt. Und ich muss aufpassen, dass er am Leben bleibt. Na, der sieht aber irgendwie schon so aus, als könnte er es auf sich selber aufpassen. Aber naja, vielleicht kann er das auch nicht. Vielleicht irre ich mich hier ganz gewaltig. Weil ich besser bin als du. Weil ich dich sofort vernichten würde. Hey, Farkas, steh mal auf. Ich hoffe, dass ihr bereit seid. Ich hoffe, dass du wach bist. Werdet ihr meine Schildschwester sein? Sagt man mir zumindest. Mal sehen, ob ihr mich beeindrucken könnt. Sich all den Gefahren im Himmelsraum allein stellen zu müssen, ist eine einsame Sache. So. Was ist Wutrat? Iskramor war der Held, der die Gefährten gründete. Wutrat war seine Waffe. Er kam aus der alten Heimat und tötete alle Elfen. Oder vielleicht auch nicht alle, da es ja immer noch einige gibt. Ja, ein paar schon, ja. Weshalb hat Skjord dies meine Prüfung genannt? Also stopp. Ich achte darauf, dass ihr ehrenhaft bleibt. Wenn ihr ehrenhaft und stark seid, kann ich euch Bruder nennen. Wir treffen uns am Staubmannsgrab. Trödelt nicht, Schildbruder. Schildschwester. So, jetzt ist meine andere Tusta weg. Jetzt muss ich kurz, Moment, die Hauptquest ausmachen. Und das, jetzt mache ich nämlich erstmal die Aufnahmeprüfung. Das wird dann der Part-Theme sein, quasi. So, jetzt gehen wir mal da raus. Und laufen mal da einfach mal. Ich kümmere mich. Ja, komm. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man das in den Videos sehen kann, wenn es lädt. Ich denke aber schon. Okay, jetzt gucken wir einfach mal, wie weit es weg ist. Oh. Ich will schon die Weltkarte sehen. Wow, das ist aber schon ein Stückle weit weg. Ja, okay, aber wir latschen einfach mal ein bisschen. Ui, müssen wir ein bisschen mit dem Eisschwert hier Schwert auch noch machen. Warum kann man nicht keine Sprungangriffe ausführen? Das ist voll doof. Würde ich nämlich schon gern tun. Gehen wir jetzt erstmal aus der blöden Stadt raus. Ich habe eh genug von der. Hey. Ihr seid zusammen mit den Gefährten gesehen worden. Das nenne ich eine wirklich ehrenwerte Gesellschaft. Was die mal mit ihrer Ehre haben. Ehre, ehrbar, ehrenhaft. Ein Ehrenhafter. Ich bin ein ehrenhafter Mann. Vielleicht wissen jetzt ein paar, wo ich das jetzt her habe. So, springen einfach mal hier überall runter und gehen mal das unseres Weges. Ich meine, so weit weg dürfte das jetzt eigentlich auch nicht sein. Wir laufen einfach mal geradeaus und ich höre gerade die ganze Zeit mein Ohr kratzen. Muss draußen shifts wie die Sau. Und ich war halt draußen und jetzt bin ich nass und jetzt juckt's überall. Ich mag das nicht, wenn es juckt und man hat einen Kopfhörer auf, aber es ist einfach eine perfekte Gelegenheit, etwas aufzunehmen. So, jetzt müssen wir erstmal rausfinden, was ist denn das da unten überhaupt jetzt? Ist das so ein blöder Troll oder was? Ah, da drüben sind noch Mammuts. Na, ich speichere mal lieber ab. Und gucken wir jetzt mal, was wir gegen den ausrichten können mit meinem neuen Kampfschrei. Oh, das sind sogar zwei. Okay, alleine kann ich es nicht mit denen aufnehmen. Oh, okay. Was? Ah, an den laufe ich vorbei. Oh, wie ich gerade sehe, ist das Brony gerade da und spielt MB3. Ich werde ihn diesmal nicht begleiten.
So. Und der Farkas, der geht seines eigenen Weges. Ja, ganz richtig. Ich habe gerade einen Schrei auf die Mammuts losgelassen. Die ich wahrscheinlich später mit den übelsten Kampfschreien, die es gibt, erledigen kann. So, was ist das da drüben? Ah, Fressi, Fressi. Die haben bestimmt Ausrüstung und so. Ah, nö. Guck mal, die haben einen gefangen genommen. Wer ist denn das? Nichts tun. Wenn ihr wahre Söhne und Töchter von Himmelsrand kennt, dann sagt ihnen, sie sollen nach Windhelm eilen. Ulfric Sturmmantel erwartet sie. Ulfric Sturmmantel kann mir im Moment sowas von am Sack vorbeigehen. Aber was will der jetzt schon wieder? Der spielt jetzt schon wieder MW3 oder was? Reicht es nicht einmal, das zu spielen? Brony, also wirklich. Der wollte doch heute in die Rockfabrik gehen, der Sack. Was zockt der hier jetzt an MW3? So, ist mir jetzt egal. Fuh! Fuck you! Oh, was ist das da oben? Ist das das so ist? Aha, okay. Ja, ich krieg die. Haha. Wildbret, silberner Granatring. Einiges an Wert kommt da zusammen. Gut, jetzt muss ich noch kurz gucken, wie viel Gold habe ich hier. Nicht 3874. Ja, das ist schon okay. Jetzt gehen wir schon hier hin, gucken mal, ob wir da jemanden ausrotten können. Ah, nee. Können wir nicht. Das ist das, wo wir hin müssen, dann ist ja in Ordnung. Gehen wir mal rein. Dustman's Cairn. Ja, das ist... So, da müssen wir jetzt rein. Und hier erwarten uns wahrscheinlich wieder jede Menge Fallen. Hier scheint jemand gegraben zu haben. Und das in... Trauger! Seid vorsichtig. Komm schon jetzt du auf einmal schon wieder her. Du bist doch gerade hinter mir gewesen. Das machen hier nicht die Trauger. Warum liegen die hier? Ja, egal. Die haben Gold dabei und Stahlrüstungen. Ist das Knochenmehl? Kann ich gebrauchen. Schädigtes Buch. Warum nicht? Beschädigte Lektüren lesen, ist immer gut. Für beschädigte Leute. Lauter tote Trauger, ich hab sie lieber lebend und nach der Begegnung mit mir tot. Das kannst du jetzt ja nicht zaubern hier. Muahahaha. Das. Wow. Ne, den zu schlagen wäre verkehrt. Alter Nordpfeil, alter Nordbogen, alte Nordkriegsaxt. Der hat nix. Altes Nordschwert kann ich nicht gebrauchen. Und Gold kann ich immer brauchen. So. Was ist bei den Grabsteinen? Gucken wir einfach mal rum. Die können wir alle nicht ausrauben. Traugos. Wo sind sie? Okay, da sind sie. Warum hat der gerade geschrien? Ich weiß es nicht. Silberbarren, den nehmen wir natürlich mit. Noch ein Trauger. Hodrar. Boah, wie auch immer. Die Geräusche kann man ganz gut erkennen, wenn der Draugos auftauchen. Ah, Spinnennetze, die durchqueren wir einfach mal gekonnt. Sehen hier noch mehr Leichen auf dem Leichenboden. Eisenbarren gehört mir. Ein Balsamierungszeug, Eisenbarren. Einen Tuch, na, sonst nichts Brauchbares. Droh oder Trauger. 16 Gold, meins. So, genau umgucken hier erstmal. Da hat er sein Schwert gezogen. Ist da unten ein Feind oder was?
Jetzt ist noch bestimmt noch irgendwo Zeugs. Ja, aber Arcana-Verzauberer. Mal schauen. Ja, ich kann ja auch entzaubern. Sehr krass. Das will ich jetzt aber nicht. Verbranntes Buch. Nein, verbrannte Bücher brauche ich auch nicht. So, was haben wir hier? Trauger. Eisenpanzerschuhe brauchen wir nicht. Ich dachte gerade, da liegt ein Streitkörper. Dabei war es doch nur ein Kerzenständer. Was war da? Hängemoos. Ja, diese Tor gilt es wohl zu öffnen, ja. Was haben wir hier drin? Glühende Lava. Ein paar Heiltränke. Oh, die kann ich immer brauchen. So. Wie geht dieses Tor auf? Eine knifflige Frage. Ziegenfell. Zaubertrank des Berserkers. Wir sollten weitergehen. Also gut. Ja, wir sollten in der Tat weitergehen. Ah. So, ja. Blöd gelaufen. Schaut nur, was ihr euch da eingebrockt habt. Keine Angst. Rührt euch einfach nicht vom Fleck. Ich finde den Auslöser schon. Was war das? Es ist Zeit zu sterben, Hund. Wir wussten, dass er kommen würde. Euer Fehler, Gefährte. Welcher ist das? Das ist egal. Wenn er diese Rüstung trägt, stirbt er. Euch zu töten wird eine ausgezeichnete Geschichte abgeben. Keiner von euch wird lange genug leben, um jemanden davon zu erzählen. Wow, ist das krass. Der typische Werwolf. Der macht das Ding halt einfach. So, jetzt wird dieses Tor wahrscheinlich sofort wieder aufgehen und jawoll. So, gebratenes Ziegenbein, Silver Sword. Ist halt viel wert, deswegen nehme ich es mit. So, mal gucken. Wow, ich glaube, das wird mein neues Schwert sein. Obwohl, 5 Punkte Frostschaden, wahrscheinlich mehr. Aber behalten tue ich es auf jeden Fall. Ich hoffe, ich jage euch keine Angst ein. Nein. Was war das? Ein Segen, der einigen von uns erteilt wurde. Wir können wie wilde Bestien sein. Furchteinflößend. Werdet ihr mich zu einem Werwolf machen? Nein. Nur der Zirkel hat das Bestienblut. Stellt eure Ehre unter Beweis, um ein Gefährte zu werden. Augen auf die Beute, nicht auf den Horizont. Wir sollten weitergehen. Die Draugr machen uns noch Probleme. Unfassbar, die heißen wirklich Draugr. So, der hat noch viel Gold, Honignussschnitte. Silver Sword. Nehme ich auch mal mit. So, da war doch nochmal. Ah, guck mal. 50 Gold. Silver Sword. So, Trank der Krankheitsheilung. Okay. Weiter geht's. Da war der Auslöser, den muss ich ja nicht nochmal drücken. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Jetzt schreiben sie mir ja noch ein Skype an hier. Das. Nimm. Oh. Er war bereits tot. Falkenfedern, Gegengift, Gold, Eisenpfeil, Silver Sword. Gold, Falkenfedern, Falkenfedern, Silver Sword. Trollschädel.
Gold, 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 Seelenstein. Oder was war das? Ah, makellose Amnestit. Koboldschemel. Leintuch, das wollte ich jetzt eigentlich nicht aufnehmen, aber... egal. Okay. Auf geht's, weiter geht's. Lustig, lustig, trollalalala. Okay. Ich speichere mal kurz ab. Sicher, sicher. Okay. Habe ich hier alles durchsucht, alles gründlich mal durchgecheckt. Ja, ich denke schon, hier dürfte es nichts mehr geben. Holztür. Trauger. Gold. Durchsuchen. Urne. Gold. Zaubertrank der Magiker. Boom. Trauger. Oh, oh, der lebt. Der lebt aber. Und jetzt nicht mehr. Alter, noch zwei Hände. Nein, nein. Lassen wir die Spielchen. Oh. So, nimm das, du blöder Drecksack. Wie schwach sind die eigentlich? Schlammkrabben-Chitin, Silberbarren, silberner Granatring, Silver Greatsword. Also langsam übertreiben ist aber richtig. Silberbarren, Zaubertrank der Krankheitsheilung gleich zwei Stück. Also im Pfeile. Na, mehr Silver Swords brauche ich eigentlich jetzt nicht. Obwohl, wenn ich ein billigeres, eine billigere Waffe einfach mal ablege. Ah, zum Beispiel das da. So, dann kann ich mich das da aufnehmen und dann habe ich mehr davon. Ah, jetzt kommen wir in dieses Treppenhaus. Ein Trauger auf dem Boden. Brauchen wir alles hier nicht. Noch mehr Traugers hier. Noch ein Trauger hier. Eisenhellebarde brauche ich nicht. Alles unnütz. So. Hoch hier. Die Urne wird durchsucht. Wir finden 10 Gold darin. Jetzt müsste ich eigentlich schon, ja, über 4000 haben. Die Urne hier auch. Wir finden ja fast überall hier Gold. Das ist ja fast nämlich normal ist das. So. Krieger das Land. Feigenfedern. Ja, ich weiß, für mich ist irgendwie alles es wert, mitgenommen zu werden. So, wenn ich hier wieder runtergehe, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist. Na, mal sehen. Erstmal durchsuchen wir hier alles gründlichst. Starschwert, ein wenig wertlos. Ein paar Goldstückle. Okay. Gehen wir mal durch diese Holztür da vorne. Und durch den Richtungspfeil habe ich irgendwie das Gefühl, dass wir... Hey, den wollte ich aber haben. Korondiumbarren. Ah. Schön liegen bleiben, mein Freund. So... Ah, komm her. Die Stufe ist angestiegen. Sehr, sehr gut. Wir nehmen hier alles auf, was uns etwas bringen könnte. Ja, Trauge, aber erstmal. Amulett von Stendar. Sehr gut. Okay, jetzt gehen wir erstmal ein bisschen hochleveln. Was machen wir denn? Wir werden die Gesundheit mal verbessern. Ach, wenn die uns eh nicht, jetzt nichts mehr anhaben können. Also ein Schloss knacken, dann haben wir das ja auch fertig. So. Zwei Handwaffen bewirken 40% mehr Schaden. Aha. Nö, dann machen wir Barbar einfach. Das zweite. So. 40% mehr Schaden ist nämlich sehr gut.
Und weiter geht's. Moment. Fast hätten wir dieses Gold hier vergessen. Und diese Urne haben wir auch noch nicht durchsucht. Es gibt so vieles hier. Fantastisches Spiel. Richtig fantastisch. Ja, fantastisch schon. Okay. Aber wir sehen schon, wie die Fähigkeit uns übel übermächtig macht. Zwei Schläge hier reichen schon aus, um so einen Trauger zu fällen. Das wollte ich jetzt nicht mitnehmen. Wow. Ja. So. Auch wenn die Axt verdammt nochmal mächtig gewesen wäre, habe ich doch einfach keine Verwendung dafür. Trauger nehmen. Erleichtern wir auch mal um sein Gold. So, schon etwas schwierigeres Schloss. Wir kriegen es trotzdem auf. Und wie erwartet, die Fähigkeit ist auch angestiegen. So, jetzt durchsuchen wir noch diese Urne hier. Amethyst und Gold. Wie viel tragen wir denn mittlerweile? Ah, okay, fast schon zu viel. Kann sich bald was abwerfen. Boah. Ach ja. Nimm das. Gib mir all dein Gold. Und gib mir du auch all dein Gold. Hey, warum haben die jetzt plötzlich so wenig? Was ist das schon wieder hier? Das geht aber nicht, dass ihr so wenig Gold habt. Gib mir mehr. Und fahre durch die Holztür. Genau, da zeigt auch unser Missionspfeil. Wir scheinen vergiftet worden zu sein, aber mich juckt's hier wenig. Vernichtet haben wir's. So. Das Ziegenbein, das ist wieder mächtiger viel Gold. So, die Eisenpfeile gehören auch mir. Der da läutere ich, sein Bier wird meins. Wir laufen schon etwas langsamer. Weil wir jetzt genau exakt die Tragfähigkeit erreicht haben. Deswegen werfe ich mal kurz etwas ab. Die Bekleidung, da kann man doch bestimmt irgendwas. Nein, da kann man nichts. Ja, nichts. Sehr gut, dann wird's mal an den Waffen hängen. Ja, ein Silver Sword. So. Dustman's Crypts. Der Staubmann liegt hier begraben. Tot. Wir kommen in der Hölle. Komm schon, Farkas. Lasst uns sie vernichten. Puh. Okay, doch nicht. Trauger. Schön liegen bleiben, du Drecksack. Gold 10. Meins 10. So. Und den da. Den hole ich mir auch noch mit zwei Schlägen. Ein Gold gehört mir. Da oben scheinen noch. So, wo ist der Farkas eigentlich hin? Mir kann's wurscht sein. Ist da jemand? Lass mir die Spielchen. Ah!
Also den habe ich jetzt schon ganz schön zerschmettert. Vampirstaub. So. Oh. Ach so. Sollte es mich jetzt beeindruckt haben. Da müssen sie sich aber schon mehr Mühe geben. Da ist noch ein Draugr. 30 Gold hätten wir beinahe übersehen. Hier die Truhe, Amethyst und Gold. Nehmen wir natürlich alles mit. Ich habe fast 5000 Gold jetzt, allein hier habe ich jetzt schon 2000 eingesammelt. Es scheint auch kein Ende zu nehmen hier. Der Gang da natürlich schon gerade. Ah, der war schon nach einem Schlag her. Gold 24. So, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Ist da jemand? Meins. Ist da jemand? Junge. Nimm mal Ricola. Draugr. Da ist noch eine Truhe. Auch auf Adept. Wir verlieren hier unsere Dietriche. Okay, das war die falsche Richtung, aber ich vermute jetzt mal, dass... Okay. Moment. Okay, aber fast. Ey, nein! Na also. So. Für 12 Gold haben wir jetzt also die ganzen Dinger verbraucht. Na, ist ja wunderbar. Oh. Ja, und der noch. Bitteschön. Schlangenkrabben-Chitin, Silberbarren. Und schon wieder ist die Tragfähigkeit erreicht. Ich könnte ja mal so zum Spaß einen Heiltrank nehmen. Boah, leck, haben wir viele Tränke. Ha. Aber kein Permanenttrank. Das ist voll unfair. Warum ich den jetzt genommen habe, weiß ich nicht so genau. Ich werde ihn nämlich vermutlich nicht brauchen. So, kann nur mit einem Schlüssel geöffnet werden. Den werde ich jetzt wohl finden müssen. Sieht wie ein Für Wachposten aus. Der Schlüssel zu dieser Tür muss hier irgendwo sein. Yep. Und ich finde ihn. Ich werde der ist hier drin. Dietrich. Schlüssel zum Staubmannsgrab. Schlecht. Das wäre cool, wenn der jetzt hier irgendwo rumliegen würde. Man müsste ihn erstmal finden, aber. Naja. Skäfer. Fresse. Brauchst dir gar keine Mühe geben, Farkas. Ich bin viel mächtiger als du. Das war schon alles. Wirklich. Alles meins. Skäferschwanz. Draugr. Draugr. Draugr.
Alchemielabor, Holztür. Feind. Nein, Feind. Hier Feind. So, da drüben noch Feind. Vor mir weglaufender Feind. Oh! Ich mag keine Spinnen, ich mag sie nicht. Oh, fu! Pisst euch. Ah, ich hasse das, wenn das der einzige Weg ist. Jetzt reicht es! Ihr seid so gut. Bitteschön. Das Käfer. Was sind das für riesige Eier, Alter? Ach, wegen einem Spinnenei. Das ist nicht dein Ernst. Okay, na, was werfen wir denn jetzt ab? Leinentuch. Auf jeden Fall. Toll. Toll, toll. Toll. Bügeleisen. Als wenn wir das brauchen würden. Noch ein Mehl. Das. Ach. Meine Ausdauer ist aufgebraucht. Egal. Wir müssen da durch. Da rein. Oh, Kratz. Okay. Nichts. Trauger. Trauger, ach so. Der trotzdem noch blutet. Trauger. Ach, der lebt da noch nicht mehr. Einmal draufschlagen, einmal von Mama. Oh, okay. Die sind alle tot. Ich meine, ja. Ich denke, das sind sie eh schon. Eisentür. Ja, weil ich glaube, wir sind am Ziel. Aber ich glaube, so wie ich das Ganze immer kenne, passiert hier noch irgendwas. Jawohl, da vorne ist ein Schrei. Seelenstein, Tränke. Fragment von Wutrad. So, und jetzt nehmen wir diesen Schrei in uns auf. Atem macht gelernt. Feuer, Feuer, Atem. So, Schreie. Was haben wir 13, um Schreie zu erlernen? Ah, du bist tot. Du bist der Nächste. Hast du wirklich dann noch Probleme, dagegen die anzutreten, oder was? Junge! Wie auch immer du den jetzt getroffen hast. Ja, ich geier mir die Sachen von denen. Moment, die Urne, achso, die habe ich schon. Wow, wow, wow. Ich hab dir gar nichts getan. Achso, die zwei. Das kann doch auch ich erledigen. So, kommen noch mehr welche? Nein? Okay, dann ist gut. Ah, gut. Cool.
Wäre die verbesserte Schärfe auf 7. Dafür bin ich aber schon verdammt mächtig dafür. Okay, der Seelenstein ist sogar aufgeladen. Ah, das hier. Gib Gold. Tot. Jo. Tot. Stahlbarren. Was willst du jetzt? Aufgepasst. Aufgepasst. So stark schon. So. Hat voll Spaß hier, dieses volle Fighting hier. So. Du hast noch Gold. Okay, jetzt trage ich wieder zu viel, weil ich weiß, dass ich was aufgenommen habe. Was war's denn? Eisenschild. Ja, egal jetzt. Selbst wenn jetzt noch welche kommen würden. Wir gehen. So. Well, es ist noch nicht mal vorbei. Gott, ich nehme jetzt schon eine halbe Ewigkeit hier auf. So, mein Frostschwert dürfte mittlerweile auch... Ja. Nehme ich jetzt so lang mal die Axt von Weißlauf. Mein kniffliges Rätsel, diese Wand hier zu öffnen. Unglaublich, hier ist mehr drin als bei so einem anderen. Wo aber ein schwereres Schloss dran ist. Ach, der Trauger. Ah, okay. Hier waren wir ja. Gut, gut. Dann wäre es das ja jetzt. So, Dele. Bevor ich da jetzt wieder hin zurücklaufe, machen wir meine Schnellreise jetzt. Ja, ich reise jetzt mal schnell zur Drachenfeste. Nein, nein. Nicht schreien. Alles wird gut. Oh Gott, hör auf zu schwafeln. Aber chill. So, was haben wir denn hier, Volksversammlung? Brüder und Schwestern des Zirkels. Heute heißen wir eine neue Seele in unserer sterblichen Gemeinschaft willkommen. Jo. Dieser Mann hat erduldet, hat herausgefordert, und hat seinen Mut bewiesen. Wer wird für ihn sprechen? Werdet ihr eure Schilde zu seinem Schutze erheben? Werdet ihr ihm zu Ehren eure Schwerter erheben? Und werdet ihr eure Krüge in seinem Namen erheben? Ja! Bier! Dann ist das Urteil dieses Zirkels nun gefällt. Ach, echt? Dein Herz schlägt mit der Wildheit und Tapferkeit,
die Gefährten seit den Tagen ferner grüner Sommer vereint. Lasst es mit unseren schlagen, damit ihr Echo von den Bergen widerhallen und unsere Feinde mit Furcht erfüllen möge. So soll es sein. Ich muss euch bitten, damit aufzuhören. Dieses Geschrei macht die Leute nervös. Wird nicht wieder vorkommen. Gut. Schön, dass wir das gerade geklärt haben. Du hast die Filmsequenz unterbrochen. Okay, und jetzt darf ich wieder laufen und das so. Leute, ist es hier normal so bei euch, dass ihr so lang schweigt, ihr Drecksäcke? Danke. Ja gut, also wenn das hier jetzt so nicht weitergeht, dann wiederhole ich das im nächsten Part und lasse das jetzt einfach hier mal gut sein. Dann sage ich mal bis nächstes Mal und ciao.